Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum Lacerta. Wir schreiben die Woche 74 mit 1,2799 Milliarden Punkten. Bin jetzt ja gut angekommen, nachdem ich alle Metall 47 fertig gebaut habe. Deswegen ein Zuwachs nur von 32,7 Millionen Punkte zu letzter Woche. Der Schnitt geht natürlich immer noch weiter nach oben. Aber es gibt auch mal Wochen, wo es nicht ganz so viel zu tun ist und wo auch nicht ganz so viel fertig wird. Ne? Je nachdem, was eben gerade ist. Besonders wenn jetzt am Wochenende immer ein, zwei Tage danach die Flotte geschrottet wird, kann danach natürlich immer noch eine ganze Menge passieren. Ne? So, da stehen wir jetzt. Und wie schon gesagt, ich habe jetzt überall meine Metall 47 fertig gebaut. Die erste 48 ist hier schon wieder in Bau. Na, das werde ich gleich mal zeigen. Hier, da, alles 47 fertig. Ne? Das schlägt sich jetzt wieder in einer Produktion von 1,255 Milliarden Metall am Tag. Ohne irgendwelche Bonusse. Im Moment sind die ganzen Bonus ausgelaufen. Es gibt keine Aktion, ne? Also keine Items, kein Offiziersstab oder irgendwie sowas. Ne? Deswegen ist das ganz normaler, ja, 1,255 Milliarden ja, Produktion am Tag. Na, also man sieht auch, dass hier Kristall eigentlich demnächst mal nachgezogen werden müsste. Na, vor allen Dingen, weil ich da jetzt eine 36er habe. Das sind 11 Level Unterschied. Das mag ich eigentlich nicht so. Deswegen baue ich nach den 48er dann auch erstmal Chris so ein bisschen aus. Ja, Deut dann wahrscheinlich auch. Ne? Also erstmal jetzt die 48er durchziehen, weil das wollte ich ja machen. Die erste ist in Bau, um dann in Hinsicht auf die mögliche Fusion dann auch Astro in Angriff zu nehmen. Ne? So schaut das bei meinen Expos aus. Gestern war eigentlich ein recht guter Tag. Kann man nichts sagen, besonders bei den Rohstoffen. 2,7 Milliarden Metall gefunden, das war ganz gut. Das hat mir dann eben die nächste Metall 48 oder die erste dann gebracht, dass ich die in Auftrag geben konnte. Ich habe heute auch nochmal 200.000 Spiosonden geschrottet. Bei meinem, sagen wir mal, Systemnachbar. Und das hat mir dann auch nochmal das letzte Chris gegeben, um das dann durchführen zu können, um die Metallmine anfangen zu bauen. Hier würde normalerweise jetzt die verbesserte Sensortechnik 18 anstehen und auch der sechste Sinn. Das mache ich aber nicht, weil ich, wie gesagt, jetzt voll auf Astro und voll auf Metallminen gehe, damit ich das vor der Fusion hinkriege. Danach geht das da natürlich weiter, ne, weil das auch sehr effektiv ist bei meiner Anzahl von ja, Expo-Flügen, sage ich mal. Ne. Hier, das bleibt auch weiterhin so. Das ist, ich finde jetzt für mich eigentlich ein guter Stand, den ich jetzt so habe, seit Wochen jetzt schon. Ich habe jetzt nicht zu wenig, nicht irgendwie nur 150 oder 200 Millionen, 333 Millionen ist schon ganz gut. 400 oder 500 wäre natürlich besser, aber das kommt ja vielleicht noch alles. Deswegen ist das eigentlich so völlig in Ordnung. Wir können noch mal kurz gucken, Topfunde habe ich hier jetzt nicht mehr gehabt. Wir sind ja schon im April, also Metall nicht. Hier am 4.3. ist auch schon ein bisschen her. April haben wir hier nichts gehabt. Deut auch nicht. Das ist echt nicht so doll. Oh, hier 2.4. Da war mal wieder ein ordentlicher Topfund an Schiffen. Ne? 2.4. Das war ganz cool. 5.4. Das war heute gewesen nochmal. Das war ganz geil. Ja. Und dunkle Materie 1.14. Das war halt eben bei dem Neunfach-Event. Aber ansonsten habe ich echt keine guten. Ja, also. Bei dem Neunfach-Event keine hohen Funde von DM gefunden, komischerweise. Ja, das nochmal als Hinweis. Ich wurde jetzt auch in den Kommentaren gefragt, auch häufiger gefragt, wie, welche Klasse man wählt und auch welche Lebensform man dann wählt. Das ist aus dem FAQ auf der englischen Seite, das gibt es auch auf der deutschen Seite, wer danach fragt. Vor allen Dingen dieses hier, das ist eigentlich, wonach man sich wirklich richten kann. Das ist schon so richtig, was da steht. Na? Also, ich bin Entdecker und fliege über 100 Expeditionen pro Tag. Dann soll ich die Menschen wählen.
Ich bin Entdecker und fliege weniger als 100 Expos pro Tag, nehme ich Rocktal. Das ist, ja, nicht ganz richtig. Man könnte wahrscheinlich auch schon mit 50 oder sowas auf Menschen umsteigen, aber der Entdecker ist halt das Wichtige, ne? Der Entdecker ist das, was eben diese, sag ich mal, overpowerte Klasse mit sich bringt, dass man dann eben durch die Expedition jede Menge Ressourcen findet. Geil finde ich auch hier, wenn du Entdecker bist und kein Leben hast, pick Mecha. Das heißt, wenn man über 150, sagen wir mal, über 150 langfristig, über 150, über 102, über 200 Expos fliegen kann, dann sollte man Mecha picken. Also ich werde erstmal auf Humans umsteigen, vor allen Dingen auch um dann den billigeren Slot 18 zu bekommen, ne, weil der halt wesentlich günstiger ist, als wenn ich das mit Rocktal mache oder mit Mechas. Deswegen werde ich erstmal auf Menschen umsteigen, aber alles, nachdem Astro und so weiter fertig ist, das ist erstmal noch weit hin. Ich habe da nicht jetzt die Artefakte für, ne? Und hier kann man auch General picken. Pick Mecha if you have low economy and have 15 Planeten. Pick Humans if you have a solid economy and a slot 18 Planet. Ja, hier steht das alles drin. If you're a collector, pick Rocktal. Das ist ganz einfach, ne, als Collector. Wenn du halt keine Entdecker bist und auch keine Expos fliegst, ne, nimmst du halt Collector. Wenn du Expos fliegst, egal wie wenig es ist, es sind auch nur, also sagen wir mal, auch ab 50 lohnt sich immer der Entdecker, ne? Und dann muss man entscheiden, wie viel man fliegt. Und dann kann man danach entscheiden, ob man Mecha, Humans oder Rocktal fliegt. Für die meisten wird wahrscheinlich Rocktal oder Humans in Frage kommen. Mecha ist dann schon, sagen wir mal, ja, schon ein Hardcore-Grinder, der dann quasi jede Menge Expos verschickt. Und bitte bedenken, ich fliege in einem Universum, wo wir 8-fach Geschwindigkeit haben. Es gibt auch, also Öko, es gibt auch andere Universen, die 10-fach Geschwindigkeit haben, die dann auch eine schnellere, friedlichere Flotte haben, wo das dann auch nochmal schneller geht. Da kann man dann natürlich mehr Expos am Tag verschicken, wo sich das dann auch eher lohnt, ne? Also, bitte, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich poste den Link. Das ist jetzt der englische Link. Es gibt den natürlich auch auf Deutsch, ne? Das ist hier im Lifeforms FAQ. Wiki und Guides, das steht so im Forum drin, auch auf dem Deutschen natürlich, ne? Ich habe das jetzt nur gerade mal auch für die englischen Zuschauer rausgeholt, weil ich auch auf Englisch gefragt wurde, von wegen, ja, welche Lifeform nehme ich denn, ne? Nehme ich Discovery oder General, bla bla bla, in den Kommentaren. Kein Problem damit, nur hier kann man das auch sehr schön alles nochmal aufgelistet sehen und auch andere Fragen dazu, ne? Also das ist jetzt nicht die einzige Frage, ne? Hier sieht man das Ganze nochmal auf Deutsch, ne? Ja, toll. Hätte ich das mal gesagt. Okay, kann man hier beides verlinken. Sehr schön. Geil, aber gut. Bist du, wenn du Entdecker bist und kein Leben hast, wähle Mecha. Genau, ne? Also deswegen. Cool. Hier sehen noch jede Menge Tabellen auch drunter, ne? Das ist halt, also diese Seite ist schon ganz cool, ne? Also deswegen holt euch, ich kann das in die Beschreibung mit reinpacken, den englischen Link, und dann könnt ihr euch das alles angucken. So. Das war es erstmal soweit. Wie gesagt, ich gucke nochmal hier kurz auf meine Lebensform. Ich habe da halt im Moment noch ein, nicht, ja gut, das sind jetzt die Artefakte, die noch so rumliegen. Die werde ich natürlich dann benutzen, wenn ich Astro durch habe und den ersten Planeten besiedel, den neuen. Aber ich gucke mir eben kurz hier, wo war das, Galaxie. Da kann man natürlich gucken, dass ich jetzt so ein paar Flüge über habe, ne? 24.000, also fast 5.000 Flüge habe ich jetzt über. Na, das reicht für den einen oder anderen Planeten, aber nicht für alle. Und deswegen, wenn ich Astro fertig habe, wie schon häufig erzählt, wird der erste Planet dann sofort auf Menschen gebaut werden. Und das wird dann so die Blaupause sein, wie ich danach die einzelnen Planeten so nach und nach alle auf Mecha umbaue. Aber das ist erstmal jetzt nicht im Fokus. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Metallminen bauen. Und deswegen ist das erstmal nicht ganz so wild, ne? So, jetzt gucken wir hier nochmal, was wir da an Flotte haben, was zugekommen ist. Das waren hier der große Fund von heute. Diese schweren Jäger. Das war hier drin gewesen. Dup, 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 dup. Warte.
Da waren die schweren Jäger drin gewesen, 5800 schwere Jäger, ne? Und noch ein bisschen was anderes. Ne, das waren hier Schlachtkreuzer 600, ne, das war ganz ordentlich. Ne, das geht dann jetzt alles am Wochenende wieder in die Schrottung mit rein. Diese Schrottung reicht wahrscheinlich nicht aus, um dann eine nächste Metall zu bauen. Ne, da brauche ich dann vielleicht nur so 2-3 Milliarden Met dazu, das Chris reicht, weil man hier ja sehen kann, wie viel Chris das kostet. Das sind 2,7. Also das würde wahrscheinlich dann reichen, wenn ich dann am Sonntag meine Flotte schrotte, 2,7 Milliarden Chris, das kriege ich hin bis da. Aber das Metall, das kriege ich wahrscheinlich nicht bis Sonntag hin, weil ich jetzt hier gerade mal 1,5 habe. Deswegen wird das dann in der nächsten Woche dann die zweite Metallmine sein, die dann in Bau geht. Ne? So schaut das aus. Genau, ich wollte hier noch zuschicken zur Flotte dann auf den Mond. Genau, flupp. Auf den Mond, alles mitnehmen, was hier so möglich ist. So. Und wir können uns dann nochmal kurz mit Infinity befassen. Infinity finde ich immer noch, jetzt hat er es nicht losgeschickt, so, Infinity finde ich immer noch optisch einfach sehr schick und sehr übersichtlich. Ne? Also Infinity ist immer noch diese Anzeige, also was will man mehr? Ne? Das ist jetzt eine Account-Übersicht über meinen Account in diesem Universum, wo alles drin ist. Mehr brauche ich auf den ersten Blick erstmal nicht. Ja, natürlich sieht man jetzt hier die Flotte, ne, ganz klar, aber ist ja egal, die wird eh am Wochenende geschrottet. Wurscht. Ne? Ladekapazität von 103 Milliarden wird natürlich auch reduziert, ne, wenn man den ganzen Krempel schrottet, dann sind es irgendwie nur noch 80 oder irgendwie sowas. So. 700 Millionen Öko-Punkte ist natürlich jetzt natürlich dem geschuldet, dass ich nur Metallminen gebaut habe. Ich habe jetzt auch gestern ausgerechnet, wenn ich jetzt 15 mal 48er Metallminen baue, sind das 16% meines jetzigen Accountes, was dazu kommt. Das sind irgendwie 220 oder irgendwie über 200 Millionen Punkte auf einmal, wenn die dann fertig werden. Na, das heißt, das ist eine ganze Menge, was dann dazu kommt. Und dann wollen wir hoffen, dass ich das rechtzeitig fertig kriege, falls eine Fusion kommt. Dass ich mir dann nochmal einen schönen Achterplaneten hole, ne, um dann den ersten Menschenplaneten zu kolonisieren. So sieht das im Moment aus. Natürlich werden dann mit Astro, das habe ich ja auch schon gesagt, wenn ich hier die 14, irgendwas Milliarden zusammen habe, werde ich dann erstmal sparen, um dann direkt das Chris und Metall für Astro 28 direkt durchklicken zu können. Wenn ich hier draufklicke, was macht er dann? Nix. Okay. Und dann geht es eben weitere Metallminen bauen, bis ich dann mit Packs dann auch die Astro 29 bauen kann. Weil eigentlich für 28 brauche ich keine Metallpacks. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt fast die 14, irgendwas Milliarden zusammen. Deswegen 28 kann ich auch ohne Metallpacks bauen, aber das wird bei 29 dann nicht mehr der Fall sein. Auch hier Expedition habe ich gestern festgestellt. Hier 199 haben wir vorhin im Tracker gesehen. Gestern hatte ich hier irgendwie nur 150 drin gehabt. Aber, oder heute Morgen irgendwann drauf geguckt. Man muss manchmal bei Infinity in die Nachrichten wieder reingehen und die Expedition nochmal durchklicken. Dann, also gestern war es wirklich so, dass der eben nicht alles genommen hatte. Es kann manchmal helfen, nochmal die eigentlich schon angesehenen Expeditionen nochmal durchzublättern, ne? Irgendwie 50 pro Seite, sodass man dann irgendwie 2, 3 zurückblättert, dass man dann alle wirklich drin hat und dann findet er die dann auch. Dann stimmt das jetzt auch wieder mit Tracker überein. Gestern, oder also heute Morgen, hat das nicht gestimmt. Ne? Das ist ja gestern. Ne? Und heute sieht es bis jetzt so aus. Ja, 1,3 Milliarden ist jetzt nicht so dolle, wenn ich gestern 2,7 hatte. Aber bei der Hälfte kommt das, ist schon ganz okay. Ne, mal gucken, was da heute noch zusammenkommt, ne, dass ich dann wirklich vielleicht mit Glück irgendwie am Wochenende da oder am Sonntag, Montag, Dienstag dann die nächste Metall klicken kann. Und ich finde, diese Übersicht ist immer noch sehr geil. OG Light sieht auch sehr lecker aus, kann man sich auch vielleicht mal antun, wenn man damit was anfangen kann, ne. Entdeckung habe ich ja jetzt Ewigkeiten mehr keine mehr gemacht und Produktion, ja, so sieht das halt aus. Allgemein sind wir wieder da. So, ach ja, Einstellung, wie gesagt, weiterhin hier Expedition vor der Rotation 1, damit er direkt zum nächsten Planeten springt. Ne? Ich mache das jetzt mit Doppelklick hier und
am Handy funktioniert das. Also ich kann nur für mich sprechen, am Handy funktioniert das einwandfrei. Ich habe keine Probleme damit. Ne? Deswegen haut das bei mir hin. So, die sind jetzt wieder zurückgekommen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch so heute machen können. Und noch ein paar Expeditionen verschicken. Und gucken, wie viel wir dann noch an Punkten kriegen. Ja, für die nächste Woche dann. So schaut das aus. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.